Schön, dass du da bist. Mein Name ist Chris. Wir spielen Jizzar und befinden uns hier. Ich meine, wir springen jetzt da dran, klettern da rauf. Ich dachte, wir fallen weiter. Hat nicht ganz funktioniert, deswegen seilen wir uns ein bisschen ab. Ich meine, das ist noch ein bisschen tief. Irgendwo mal da runter müssen. Ich kann ja mal sehen, wie lang das Seil ist. Nee, länger ist es nicht. Aber bis dahin schaffen wir es auf keinen Fall. Wir möchten erstmal uns hier dran noch ein bisschen hoch. Und dann sollte es funktionieren, dass wir da dran. Hängen. Kann man hier noch nicht, dann machen wir das. So. Hier müssen wir springen. Sonst ist es nicht machbar. Und wieder springen. Und? So. Geschafft. Das können wir losmachen und uns hier drüben weiter umgucken. Hier ist nichts. Wir suchen kleine Steinhäufchen, wo wir immer noch einen Stein drauflegen. Wenn wir das schaffen, gibt es Erfahrungspunkte und Erfolgspunkte. In Summe sind es 90 Stück. Diese zu erreichen, bin ich sehr bestrebt. Mal die Zeit genommen, um uns die Umgebung anzuschauen. Ich glaube nicht. Ist aber wie der Berg etwas trostlos. So, da geht's weiter. Wir gehen ein Stückchen zurück und zwar einmal hier rauf, um zu sehen, ob hier irgendwas Interessantes da liegt. Jetzt machen wir uns weiter. Okay, dann müssen wir es doch schon von hier vorne aus. Wo wollen wir hin? Ich dachte, wir können hier drüben weiter klettern, aber irgendwie passt das nicht so richtig. Doch, das passt. Nee, das ist zu weit weg. Dann passt das doch nicht. Schade. Hier geht es nicht rum. Wobei, hier oben geht es lang. Okay, wir... uns selber aus, um gleich weiterzugehen. So, zack, jetzt hängen wir hier. Ich
Ich weiß nicht, ob es interessant ist, wenn wir da lang klettern oder erstmal hier rauf. Falsche Seite gemacht, wir hätten das hier machen sollen. Jetzt müssen wir ein bisschen warten, bis wir da wieder die Möglichkeit haben, die Fähigkeit einzusetzen, damit wir da die Teile kriegen. Jetzt etwas schnell machen, denn so eine mögen die gar nicht. Zum Glück haben wir da einen Schatten. Okay, kommt noch eins. Ein bisschen nachher. Hat funktioniert. Okay, wäre fast wieder runtergefallen. Jetzt. Ja, bis da hoch müssen wir. Trag uns mit. Oh. Ganz vergessen, habe ich gerade gar nicht drauf geachtet. Hier. Da geht's weiter. Dort geht's weiter. So. Zack, sind wir oben. Einmal. Ich hoffe, das war kein Fehler. Und wir müssen hier nochmal zurück, um dann doch eventuell woanders hin zu müssen. Aber ich glaube, das ist hier das Gleiche. Da geht es dann weiter. Wir sehen uns noch ein bisschen hier, wobei es, glaube ich, nicht allzu viel zu umsehen gibt. Wir gehen einmal hier entlang. Ich denke mal, mehr als das hier gibt es dann auch nicht, so dass wir dann umdrehen können und dann wieder weiter nach oben. Doch ein bisschen mehr als gedacht. Oh, wer bist du denn? Beziehungsweise solche Bildchen haben wir schon ein paar Mal entdeckt. Ich mag das kleine Tierchen. So, gehen wir weiter. Noch ein Stückchen weiter hinein, um zu sehen, ob es da noch was Interessantes gibt. Und hier sollten wir nicht weiter den Weg verfolgen, denn da geht es nur nach unten. Und ich denke mal, das werden wir nicht gut überstehen und uns da ein bisschen verletzen. Jetzt weiß ich nicht, waren wir schon da? Wir kommen einmal hier hin. Haben wir hier irgendwas?
weitere Steinfigürchen, Männchen. Okay, da kommen wir nicht runter. Gibt es hier noch was? Kommt doch mal rein. Können doch damit entspannt nach unten gelangen. Da waren wir schon mal, also hier unten. An die Stelle kann ich mich gar nicht dran erinnern, dass wir hier schon mal gewesen sind. Wir sehen uns einmal in der anderen Richtung um, um festzustellen, ob es da noch was Interessantes gibt. Machen wir dann später einmal. Da gehen wir wieder zurück. Das machen wir auch gleich. Ah, weiter geht's nicht. Ah, müssen wir wieder zurück. Sonst bleiben wir mit dem Seil hängen. Das ist dann etwas günstig. Mal hier runter. Habe ich das Seil weggemacht? Was war das? Lass es noch da sein. Es ist weg. Nein. Hilfe. Okay, wo kommen wir hier hin? Da kommen wir dorthin. Gut. Wir sehen uns einmal weiter hier unten um, um festzustellen, ob es da noch was gibt, außer die Muscheln, die wir uns gerade angehört haben. Ah, sehr gut, hier gibt es einen Weg nach oben, das ist schön. Ich hätte mir überlegen müssen, wie es weitergeht, was ich. Wo wären wir da unten rausgekommen? Da waren wir vorhin auch schon mal, dann weiter vorne das Steinmännchen. Wir sehen uns einmal hier oben um. Wieder hier an der Stelle. Können wir wieder hier durchzwängen und dann weiter in die andere Richtung gehen. So, jetzt haben wir es. Das hatten wir verfolgt. Hier hängen wir uns dran. Gerade ein bisschen komisch, keine Ahnung warum, aber. So. Ja, wir wollen nach oben. Zack, jetzt sind wir hier. Wir müssen da noch einmal ein bisschen was blühen.
haben wir noch viel nach oben zu gelangen. Die Sicht ist immer etwas eingeschränkt, deswegen sehen wir nicht alles. Wir haben aber sehr viel geschafft, finde ich. Den Sprung sollten wir am Anfang vielleicht noch nicht wagen, da das alles von der Ausdauer abgeht und dementsprechend sparen. Na, ich dachte, hier kommt auch noch was. So. Wir waren das letzte Mal da. Oh, da haben wir noch mal eine große Höhle zu überwinden. Wir sehen uns aber einmal hier um. Okay, so kommen wir rüber. Dann lassen wir das einmal. Hier ist nichts. Ist hier was? Ah, es geht noch weiter. Das ist so viel, so groß war das bis dato noch nie. Die waren dann immer etwas kleiner. Die waren auch sehr im Felsen vertreten. Einmal hier hochgeschaut. Weiter. Hier ist was zum Sammeln. Oh, jetzt hierhin weiter. Da kamen wir gerade. Ja, da kamen wir gerade her. Da können wir auch uns irgendwo dranhängen und da hinkommen. So, haben wir das einmal gemacht. Sehr gut. Jetzt. Brauchen wir nicht runter, wir gehen die kleine Schräge hinauf, um nach da drüben zu gelangen. Zack, sind wir da. Ah, da hat was gewachsen. Das machen wir einmal an und klappen es auf, so dass wir dann zwei nach unten kommen und dann auch schnell wieder nach oben. Hier ist nichts. Okay. Sehr gut. Wo geht's weiter? Ah. Da bleibe ich immer stehen. Die kleinen Kerle. Okay, das ist nicht verkehrt, denn na.
Ich suche gerade einen Weg, wo es am besten lang geht, denn die sind gleich wieder weg. Okay, das mit den Rüberschwingen hat jetzt nicht so funktioniert. Ich überlege gerade, wenn da welche runterkommen, aber dann schaffen wir das dort nicht hoch. Dann ist das vielleicht hier. Und jetzt haben wir ein bisschen wenig Energie. So dass wir jetzt keine Zeit haben, uns großartig auszuruhen. So, machen wir das mal so. Jetzt hängen wir hier rum. Schade. Die 3, die 4, die ganz 4, die haben uns super weitergebracht. Den lassen wir außen vor, der bringt uns nichts. So, langsam mehr dran, sammeln uns ein bisschen und machen die Dinger weg, die wir nicht brauchen. Ruhen uns aus und laufen jetzt mal hier mit. Und ich hoffe, dass das Ganze zeitnah, dass wir dann zeitnah da drüben ankommen. Und dementsprechend uns dann ganz entspannt hier dranhängen können. Sehr gut. Jetzt können wir uns überlegen, wo es weitergeht. Grundsätzlich finde ich das nach oben nicht verkehrt. Sehr gut, da sind wir. Das wollen wir weiter erkunden, bevor es dann da weitergeht. Hier was, kommen wir hier weiter? Durchkommen wir nicht, hier lang geht es auch nicht. Ich hoffe, dass es hier hinten nichts gibt, was wir benötigen, denn momentan sehe ich keinen. Vielleicht doch einen Weg. Wir lassen das mal hier oben dran. Bevor wir dann hier hinten. Okay. Jetzt. Das haben wir gerade festgestellt. Was ist das hier? Das könnte als Sonnenrohr durchgehen. Okay, jetzt funktioniert's.
Oh, was bist du denn? Die werden so groß, die kleinen Käferchen. So, sind wir im nächsten Kapitel angekommen. Vielen lieben Dank für deine Aufmerksamkeit. Schön, dass du dabei warst und ja, gerne bis zum nächsten Mal. Bye.